Hallo! Schaut ihr euch auch Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach an? Ich erzähle euch in diesem Video, wer da eigentlich wer ist. Das ist Orpheus, ein Geigenlehrer. Und das ist seine Frau Eurydike. Die beiden sind zwar verheiratet, lieben sich aber nicht und betrügen einander ständig. Eurydikes Liebhaber ist Aristeus. Er ist Imker. Glaubt sie zumindest. Denn in Wirklichkeit ist er Pluto, der Gott der Unterwelt. Und weil er Eurydike für sich haben will, tötet er sie mit Hilfe einer giftigen Schlange und nimmt sie mit zu sich in die Unterwelt. Orpheus freut sich, dass Eurydike tot ist. Aber da erscheint plötzlich die öffentliche Meinung. Sie sorgt dafür, dass auf der Erde alles mit rechten Dingen zugeht. Und weil ein Mann sich nicht über den Tod seiner Frau freuen darf, zwingt sie Orpheus, zum Göttervater Jupiter zu gehen, um Eurydike zurückzuverlangen. Jupiter wohnt auf dem Olymp. Und zwar gemeinsam mit vielen anderen Göttinnen und Göttern. Da gibt es zum Beispiel Juno, seine Frau, Venus, die Göttin der Schönheit, Cupido, den Gott der Liebe, Diana, die Göttin der Jagd, Mars, den Gott des Krieges und Merkur, den Götterboten. Der hat Jupiter übrigens erzählt, dass Pluto Eurydike entführt hat und auf dem Weg zum Olymp ist. Kurz darauf kommen schließlich auch die öffentliche Meinung und Orpheus auf dem Olymp an. Jupiter hält Gericht und befiehlt, dass Pluto Eurydike zurückgeben muss. Eurydike sitzt übrigens die ganze Zeit in der Unterwelt und langweilt sich zu Tode. Doch da tauchen plötzlich die Götter des Olymps in der Unterwelt auf, was für viel Verwirrung sorgt. Warum ist zum Beispiel Jupiter plötzlich eine Fliege? Wieso muss der Höllenhund Cerberus vor Gericht aussagen? Was macht die rosa Polizei dort unten? Und was passiert am Ende eigentlich mit Orpheus und Eurydike? Das und noch viel mehr seht ihr in Orpheus in der Unterwelt. Bis dann!